Abend, Freunde des Horrors, willkommen zurück in Silent Hill. Wir sind jetzt hinter Nellys Bar. Bin jetzt einmal durch die Tür geschritten und konnte dann auch nicht mehr zurück. Jetzt habe ich hier einen Käfer zerballert. Massiven Einsatz von Blei gegen Käfer. Und jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen wieder zurückfinden. Denn du gefühlt Jahre ins Land gegangen, nachdem ich das letzte Mal hier war. Es gab in der Zeit auch wieder einen kleinen Hotfix. Aber der hat, glaube ich, keine Sachen angefasst, wo wir schon waren. Wie wir nochmal heilen? Vergessen. So war das. Das Gute ist halt, dass man immer so ein bisschen geleitet wird, ja. Sonst würde ich hier gerade echt alt aussehen. Diese ollen Mannequin, diese Puppen mit den Beinen, die lösen das Radio auch gar nicht aus, ne? Ich verlasse mich da immer drauf, deswegen erschrecken die mich jedes Mal so. Weil die keine Störgeräusche machen. Kommt sie denn her? Lass das. Oh, da klingelt jetzt das Telefon. Und sie sagt: Doktor, Doktor. Scheiß Dreier-Kombi. Oh. Meine Hüte, jetzt fahren sie aber auf hier. Ah, ich bin gleich wieder drin, ne? Direkt Bock. Ist das hier der. Ist das nicht die Stelle, wo hier die Wäsche so übel hart drinne war? Und ich damit nichts machen konnte? Ich komme ja gleich. Auf jeden Fall ist der Mensch, der anruft, sehr energisch. Das ist gut. Moin. Hello. Anyone there? Ach ja, lesen und so. Vielleicht bist du auch einfach ein Dummkopf. Die Wahrheit tut den Menschen selten gut.
Das solltest du am besten wissen. Der Schlüssel ist im Park, am Fuß der betenden Frau. Der Schraubenschlüssel öffnet das Tor, der Schlüssel öffnet den Abgrund. Ranch. Englisch for Insiders, Leute. Einschmelzen die Pistolenkugeln. Machen wir nur Show draus. Ist das hier? Kannst du das mitnehmen? Kann man hier rein? No. Schon schön, so eine Taschenlampe. Ist 30%. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit wir so in unserer Entwicklungstheorie waren. Was das hier alles zu bedeuten hat, ja? Am auffälligsten waren ja die anderen Leute hier. Kann ich mich hier noch reinkloppen? Oh. Der hat sich ein bisschen was verändert. Scheint nicht. Oh. Ich glaube, da schlagen wir schon das zweite Mal die Scheibe ein. Zum Anfang waren da Pistolenkugeln drin. So, wo sind wir denn jetzt? Sie sprach von Park. Rosewater Park. Das wäre jetzt richtig. Hatten wir jetzt wieder andere Möglichkeiten? Nicht so richtig, ne? Also gehen wir einfach mal weiter. Groovy Music ist jetzt zu, ja? Nicht euer Ernst. Wieso uns fehlt ein Besuch, ich freut ihr? Und dafür ist diese Tür jetzt offen. Also, diese da. Denk ich mal. Ich weiß es nicht. Ja. Das sieht aber unangenehm aus. Ich hab grad irgendwas gehört. Hier geht doch jetzt wieder richtig Kacke ab in diesem Tunnel oder was auch immer das ist. Wir haben 23 Schuss für die Schrotze. Was anderes haben wir noch nicht, ne? Muss doch mal kurz hier durchfliegen. Nee, okay, alles klar. Nehmen wir die hier.
Das ist wieder dieser Tunnel, wo diese Bodengitter so heftig sind. Da ist doch beim ersten Mal schon irgendwas rumgerannt. Also das hat sich da unten festgehangen oder so. Lass los, Junge. Aua. Ist das jetzt die richtige Richtung? Oh, ich hab grad aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Der kommt 100% wieder, das war doch nicht. Was soll der darstellen? Schnell weg hier. Warum ist das eigentlich ein ganz anderer Zugang jetzt? Einer Teil der Karte. Es gibt... Wir sind doch beim ersten Mal oberirdisch hingegangen, also... Ne? Und jetzt gibt es hier eine Unterführung. Kann ich mich gar nicht mehr entsinnen, dass man das irgendwo sehen konnte. Hier wird jetzt Statue, die betet, ne? Irgendwas knarzt oder knurrt. So, das hatten wir ja eigentlich schon. Okay, und hier wird es zum Haar, zum Pier, genau. Den hatten wir auch schon. Ah, ist ja extra mit dem Kreis markiert. Ein Cooler! Komische Jacke hier. Na gut, ich denke hier ist... Hier lassen wir nicht liegen, oder? Man hier jetzt drin? Okay. Me and she.
Aber er lässt das jetzt komplett unkommentiert. Steuer drauf zu. Oh, das ist ja hier Angela. Angela Anaconda. Hey. Are you feeling better? This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? Well, I guess not. I don't think she's here anymore, James. Who? My mama. She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Oh. Yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! Was hat sie da gesehen? Ich sag euch, dass jeder sieht das hier irgendwie anders, glaube ich. Deshalb hat sie auch gefragt, woraus wir gehen sollen. Ich hörte sie in einer schweren Kiste an. Okay, eine Schatulle. Lesen. Mein Patient hat ihn wieder vergraben. Ich wusste es. Habe aber nichts unternommen. Er hat mich nervös gemacht, dieses Ding in der Nähe zu haben. Wen interessiert schon die Wahrheit? Ich wollte nur meine Ruhe.
Ich habe das Ding gesehen, ich bin weggerannt, aber die Tür zum alten Verein war verschlossen. Niemand traut sich in die Nähe. Jetzt gebe ich den Schlüssel dir. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deiner Seele gnädig ist. Mein Patient hat ihn vergraben. Schlüssel zum Geschichtsverein. Kann er noch mehr machen? Nee. Ja, aber sie hat ja gerade gefragt, wo wir raus wollen, ja? Und das Mädchen, das hatten wir ja auch schon. Das rennt ja hier durch die Gegend, als ob hier nichts Unheimliches oder so. Und hier, Ed von Schleck scheint ja diese Umgebung auch nicht so richtig zu stören. Der ist irgendwie. Weiß ich nicht, der ist ganz eigenartig. Der ist irgendwie so unterwegs, als ob der irgendwas kompensiert. Ey, keine Ahnung. Also. Er ist halt immer am Kauen, ne? Wenn er nicht gerade kotzt. So, jetzt müssen wir die ganze. Alter Vater, wir müssen jetzt die ganze Straße runterhämmern. Auf die Öffis zu warten, macht hier, glaube ich, keinen Sinn. Aber man kann ihn noch speichern wieder. Guckt man hier nur überall rein wieder? Jetzt die Frage, ob man hier nochmal was finden kann. Außer den Tod. Man, das eine Zimmer hier konnten wir ja. Da oben war ja die Nummer mit dem Kleid irgendwie. Und hier konnten wir auch irgendwo rein. War das die 106 oder die 105? 106 in. Hier hat er ja irgendwie mal so einen komischen Kommentar gelassen, dass er hier schnell wieder raus will oder so, ne? Aber hier war ja nichts. Alles in bester Ordnung. Lüfte das Geheimnis von Zimmer 06. Also die Küche auch noch schön lüftet. Aber das. Ich meine, es gibt ja nur. Ich glaube, es gibt ja sogar vier Teile von dem Spiel, ne? Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, das können ja auch alles Anspielungen sein auf andere Teile hier. Mal, das jetzt wieder, hat sie das wieder hier hingehangen? Hatten wir das abgelehnt? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, das habe ich gesehen, das weiß ich, worum das dabei geht. Das ist das Kleid, was, wie heißt sie? Mary? Das trägt die im Original im zweiten Teil. Stellplätze.
Tankstelle. Hier haben wir uns auch ein bisschen gekloppt, ne? Ich glaube, die lassen uns jetzt in Ruhe. Irgendwie ist jetzt nichts mehr, ne? Also, die wollen uns entweder ein bisschen so in Sicherheit wiegen. Was ist denn? Okay. Konnte man hier rein? Ich möchte nur ein paar kippen. Vorne ist es. Weißt du, so durchatmen, ja, jetzt sind wir wirklich gerannt. Das war ja. Ich muss mit euch nochmal kurz zum Ende der Straße. Da war ja auch so eine komische Notiz in so einer eigenartigen Leiche. Einfach nur, um zu sehen, ob sich das verändert. Also, wir haben ja hier niemanden erschossen. Die liegen ja hier, ja? Also die waren ja schon vorher hier platziert. Ist die Leiche? Ne, da ist er. Ach du Scheiße, sieht aber an. Viel zerfallener. Das hat hundertprozentig auch irgendwas zu bedeuten. Na gut, Leute. Ich lasse euch mal den Gedanken alleine. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ist da irgendwas Markantes, dass man... Aber der ist schon so zerfleddert, ja. Schuhe. Das ist das Einzige, was noch halbwegs erkennbar ist. Sind das unsere Schuhe? Ich kann mir nicht meine eigenen Schuhe angucken. Schwer zu sagen. Na gut, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Silent Hill wieder. Ich mache die Folgen jetzt immer ein bisschen länger, damit wir mal ein bisschen was aufholen und so. Ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Abend. Haut rein.